Ich grüße euch. Der größte Nerd aller Zeiten ab Mai bei AWH News. Zum Sondersender Nordrhein-Westfalen NRW TV. Eine top neue Serie. Ein Nerd wird aufklären über die sogenannten Einbrüche. Mal schauen, weil überall so ähnlich wie Newtopia die Kameras überall sind, darf aus datentechnischen Gründen nicht jeder Täter gezeigt werden. Aber die Einbrüche, die Täter da vollzogen, die werden gezeigt. Wie Aufbrüche der Türen, wie Einbruch in die Sachen. Mal auf andere Art. Jetzt nicht von der polizeilichen Sicht, sondern von der Satire-Sicht. Ne? Dieter Nuhr ist bekannt und Herr Pispert ist bekannt, die hier tagtäglich auf den Bühnen die Wahrheit sprechen. Da hat AWH News, Sondersender Nordrhein-Westfalen, NRW TV, sich gedacht, machen wir eine eigene Sendung raus, da kommt ein Nerd. Big Bang Theory, ihr versteht, wer die Sendung kennt. Der dann so ein bisschen durch bitterböse Satire, das ist die Ankündigung. Es wird also wirklich die Wahrheit gezeigt und es wird auch über die Wahrheit gesprochen. Wer hat gesehen, am 27.04. 20.15 Uhr ARD, hart aber fair. Die Diskussion, die Damen und Herren, ja, und darum geht's. Es geht um die Thematik, was allen tagtäglich passiert. Das Problem an der Geschichte ist nämlich, dass tagtäglich Menschen in die Räumlichkeiten kommen und tagtäglich muss dann über dieses Thema Einbruch, Diebstahl, Verkehr und so weiter gesprochen werden. Aber warum sollte man das nicht mal lustig analysieren? Jedenfalls mit einer bitterbösen Satire begleiten. Wenn der WDR schon sagt, 20.15 Uhr bei Hart, aber fair, dass ein Täter schon ein Beruf ist, also dass das schon eine Ausbildung ist, Täter zu sein, wenn er versteht, Einbruch etc. Also wenn das alles Beruf wird und wenn die Obrigkeit, die Macht im Lande sagt, dass der Bürger sich selber verteidigen soll, dass der Bürger selber Maßnahmen ergreifen soll, ja? Aber der Bürger darf sich dann am Ende nicht erwischen lassen, wenn er versteht, was ich meine. Denn die Wildwestzeit der USA darf hier in Deutschland der WDR. WDR Aktuelle Stunde spricht tagtäglich darüber. Hart aber fair spricht auch darüber. Aber am Ende soll der Bürger sich selber, und wenn er sich ein bisschen über die Stränge zuschlägt, ist er der Dumme. Deswegen kam ich gerade zum Schluss, wir sind nicht die USA. Wenn er versteht, was ich meine, wir sind auch gar nicht. Hört auf damit, ey. Leute, wir haben keinen Staat, wir sind kein Staat, wir sind 16 Bundesländer. Wir haben 16 Bundesländer, 16 Richter in den Bundesländern. Wir haben 16 Abgeordnete in den Ländern. Wir haben, Leute, ne, 16 Mal das Ganze. Und eine Kanzlerin für 16 Bundesländer und trotzdem ist sie Kanzlerin, Präsident, der keine Funktion hat, brauchen wir nicht drüber reden. Also die Satire wird ziemlich böse werden und für die Leute, die es verstehen. Das ist die Dummheit, das ist die Intelligenz und das ist die Macht. So, die Macht ist aber auch intelligent, möchte aber, dass die, die da intelligent sind, aber mehr zu denen tendieren, weil die arm sind. Denn alle 24 Monate geht ein Auto zum TÜV. Darf sein, wie es will. Aber ein Mensch, der arm ist, also die hier, die werden zerrieben. Alle 6 Monate gehen die zum Amt. Und dann müssen die sich ausziehen. Bla bla bla. Ihnen wird Geld weggenommen. Bla bla bla. Also die Berufsrichtung Diebstahl, Berufsrichtung Einbrecher. Ja, ich verweise einfach nur auf diese eine Sendung. Auf diese eine Sendung, ja. Weil auch mein Ausbilder, Herr Pleitgen, da war, WDR, lässt grüßen, lange, lange ist her, das war 1979. Wisst ihr, wenn man sich diese Herrschaften, die da sitzen, ständig ansieht, was sie von sich geben und wie sie sprechen, sollte man als klar denkender Bürger, also die hier, ne, die hier, versteht ihr, das ist die Macht, die hier zerreibt, weil keiner das werden will, wenn er versteht, was ich meine. Also keiner will das hier werden, sind die Armen. Ne? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Hm? Ja. Und so weiter. Versteht ihr? Die uralte Geschichte. So, das sind die Mittelständler. Ne? Und das hier
sind die Reichen. Der Stinkefinger. Versteht ihr, was ich meine? Also es wird eine bitterböse Satire. Nur für die Leute, die wirklich zu dieser Fakultät angehören, die werden mich zerreiben und die werden mich angreifen. Das ist eben so. Weil gewisse, wenn ich sage, ich bin 100% Deutsch, bin ich schon dran. Das fängt schon an, wenn ihr versteht, was ich meine. Dabei bin ich Deutscher. Das ist richtig, weil ich geboren wurde als Deutscher. Aber ich bin nicht das, was die Leute dann sofort sagen, wenn ich sage, ich bin ein Deutscher. Aber egal, ich darf ja, ne, und so weiter. Lass mal den Arm da, wo er hingehört und lass mal den Gruß und das, ne. Ich werde auch erwähnen, was mein Bester, auch 79 angefangen, Herr Hallervorden da meinte, ne. Er hat nicht Honig im Kopf, denn er ist ein erstklassiger Schauspieler, beziehungsweise ein Entertainer und Comedian. Didis Sachen waren schon hart an der Grenze, ne. Palim, palim. Lasst euch überraschen, das wird die knüppelharteste und härteste, bitterböseste Satire unter AWH News TV werden. Und es wird Zeit, dass der Mai mal bringt, den Berufsstand Verbrecher mal uns näher zu beleuchten. Ja, wenn das schon ein Beruf ist, laut Aussage, ha, WDR bzw. ARD, Viertel nach, ja, hart, aber fair. Berufsstand Einbrecher. Wir lassen uns überraschen. Persönlich habe ich die Schnauze voll von dem Ganzen, was man erlebt tagtäglich in der sogenannten Facebook-Gemeinschaft, YouTube, Google Plus und Co., Twitter vor allen Dingen. Wichtig ist doch das Ergebnis. Ja, das Ergebnis ist, dass wir nicht das sind, was wir gerne sein wollen, weil wir es nicht dürfen, weil die da und vor allen Dingen die da, also die beiden hier, ne? Die da und die da, wer vorhin zugehört hat, weiß, was ich meine, die da zerreiben. Ne? Das ist die Intelligenz der Selbstständigen und so weiter, die versuchen, nicht dahin zu kommen von der Dummheit aller Pflaumen, der Daumen, der die schüttelt, sondern... Naja, zum Stinkefinger möchten alle gerne hin, weil das ist die Macht, die uns tagtäglich zeigt, den dicken Finger, ihr könnt uns mal, ihr beiden. Wir zerreiben den Mittelstand und feuern die Dummen, die schütteln die Pflaumen an. Das ist der dicke Daumen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und darum geht, ich habe die Faxen so dick. Leute, werdet doch mal wach. Herr Pispert sagt seit 35 Jahren die Wahrheit auf der Bühne und keiner macht was. Applaus kriegt er immer, das ist richtig, er verdient auch sein Geld damit. Aber alle Comedians, auch Dieter Nuhr und so weiter, verdienen ihr Geld damit, indem sie die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit sagen. Aber statt Applaus zu geben, sollte jeder mal am 1. Mai nicht nur auf die Straße gehen, sondern für die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit, für das, wofür es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Damit gewisse Berufsstände nicht das machen dürfen, was sie machen, wenn ihr versteht, was ich meine.